Hallo, willkommen bei Matrix Minerals TV, sehr verehrte Sammlerfreunde, Freundinnen, Kollegen. Wie ja bereits angekündigt, ich habe noch hier ein Video für euch mit Amazonitstufen aus USA. Und die Amazonite in dem Fall jetzt, die kommen aus Colorado, also Teller County heißt das. Pikes Peak ist die Fundstelle. Und da habe ich jetzt im Moment noch diese 5 Stücke. Eins davon ist immer so bei eBay drin und die anderen biete ich halt so auf der Seite an. Ja, und das sind also solche Stücke hier. Die sind jetzt nicht so riesige Dinger, aber ich finde, die sind von der Qualität her schon in Ordnung, weil sie relativ große Kristalle haben. Und ja, insgesamt guter Zustand ist. Die sind auch nicht irgendwie zusammengebastelt oder zusammengeklebt, weil gerade bei diesem Material Amazonit aus Colorado, der wird gerne ja rumgeklebt und zusammengesetzt. Das ist einfach so, das ist der Geologie dort geschuldet, weil diese Amazonite, die werden oder die zerbrechen einfach durch die Erosion, durch die Millionen im Untergrund und dann liegen die Teile verstreut im Untergrund drin und es verteilt sich und deswegen werden die einzelnen Teile gesammelt und zusammengeklebt. Aber das ist jetzt nur mal kurz gesagt, weil bei diesen Stücken, wie man ja schon sieht, das sind also so wie sie gefunden wurden, auch Originalzustand. Also da ist nichts gebastelt irgendwie. Aber das ist, wie gesagt, bei diesem Material Amazonit, wenn man so überlegt, es gibt doch diese größeren Stufen, so mit Rauchquarz und so, da wird oft wirklich zusammengebastelt. Aber aus einem ganz einfachen Grund, weil es es ja nicht anders gibt. Weil die Natur die Dinger zerlegt hat und dann suchen die einzelnen Teile zusammen und bauen die wieder, dann richten die wieder her und dann werden die halt als komplettes Stück dann angeboten. Das ist eigentlich legitim bei diesem Material. Muss man ja auch wieder sagen. Weil da ist es ja, da handelt es sich ja nur um reinen Amazonit hier. Also, und wie ihr schon zu sehen ist, das ist eine relativ massive Matrix hier unten drunter. Also was soll man da irgendwie. Also insgesamt finde ich, das Ding ist nicht verkehrt. Also im Großen und Ganzen sind das recht ordentliche Stücke, wie zu sehen ist, recht hübsch hier. Amazonit, Pikes Peak, Colorado, Leute. Schöne Handstücke, aber dummerweise auch nicht unbedingt so super billig, weil das Material, das ist halt leider Gottes mal teuer. Amazonit wird immer teuer gehandelt. Muss man wirklich sagen, dass und irgendwelche Stücke mit Rauchquarz treibt man erstens mal gar nicht auf. Und wenn, dann, dann sind wir irgendwo im vierstelligen Bereich. Und zwar im höheren vierstelligen Bereich. Nehmen wir mal den hier. Also Stücke mit Rauchquarzspitzen noch zusätzlich würde ich euch gerne anbieten, aber ganz vergessen. Gibt es nichts, also wenn dann in Amerika, in Tucson, da kenne ich Händler oder da würde ich was kriegen, aber da sind wir, wie gesagt, irgendwo auch wieder dann bei vierstelligen Beträgen, was die Teile so kosten und das ist dann einfach viel zu teuer. Das, man kann ja nichts mehr bezahlen, das ist das Problem. Muss man sich halt mit so ein paar kleineren Stücken mal zufrieden geben. Also hier, man sieht ja, das ist also auch schöne Qualität hier mit Amazonit.
Zwar nicht so riesig, ich sag mal eine Handvoll hier, aber auch hübsch eigentlich. So, eine Stufe Amazonette hier nochmals. Und dann gibt es hier ein Stück, das ist das Stück, das bei eBay momentan online ist. Das will ich nur gesagt haben. Bei eBay biete ich das im Moment an. Also im Moment, in 3 Stunden kann es anders ausschauen. Ich sag's, wie es ist. Ich spreche immer von dem Moment, also jetzt quasi, ich mache jetzt das Video und jetzt ist es online. Und wenn das Ding nicht mehr online ist, dann ist es halt, dann ist es halt ein anderes von diesen 5 Stück online. Also das Video ist ja nur eben, soll ja unterstützen bei der Entscheidung, welche Stücke oder welches Stück ihr haben wolltet. Also das ist auf jeden Fall das preisgünstigste Stück von allen, muss man einfach sagen. Das hier, und das ist bei eBay im Moment online. Und ich muss dazu sagen, das kann sich relativ schnell ändern. Die Auktion läuft in 3 Stunden aus. Keine Ahnung, was bis dahin ist. Aber egal. Sollte das Ding weg sein, ist halt irgendein anderes noch da. So, und dann haben wir noch ein Stück. Und das finde ich einfach so das Beste von allen. Weil das einfach einen richtig schönen, freistehenden Amazonitkristall hat. Muss man wirklich sagen, total hübscher Amazonitkristall, freistehend. Kann man sich nicht beschweren da. Der sieht sehr hübsch aus. Hat perfekte Kristallstruktur. Und das Ganze, wie gesagt, zusammengewachsen mit ein paar anderen Kristallen auf Matrix. Und das Teil, das steht hier so auf dem Sockel drauf. Und warum steht das auf dem Sockel drauf? Weil das eigentlich in meiner Sammlung steht. Also wenn es einer haben will, soll er es haben. Wenn nicht, dann steht es weiter in meiner Sammlung. Auch kein Problem. Aber ich will nur einfach sagen, dass es sehr schwierig ist, richtig gute Amazonite aufzutreiben. Und man muss sagen, dass es solch einfach so dermaßen teuer ist. Also man kriegt ja gar nichts und dann ist es teuer ohne Ende. Das ist halt leider so. Ja, wie gesagt, es wäre so die hübscheste Stufe von diesem ganzen Sortiment nach meiner Meinung. Hat auch so die intensiveste Farbe. So, die ist, denke ich, so, hat so ein bisschen so die schönste Farbe, und als zweiten Kandidat war das der hier oder was ist der? Als zweiten Kandidat würde ich den hier nehmen. Also der ist zwar ein bisschen heller, hat aber sehr schöne Kristalle. Also man sieht ja doch ein bisschen den Farbunterschied. Wenn man guckt, der ist etwas dunkelgrüner und der ist etwas heller. Der ist wieder ein bisschen dunkler, der ist wieder ein bisschen heller und der ist auch so mittelmäßig bis hell. So, Leute, das soll es gewesen sein für dieses Amazonit-Video. Leute, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Sonne. Bleibt gesund. Gerade im Moment kommen Sie mal kurz raus, deswegen nehme ich das Video auf und wer weiß, wie es in den nächsten Tagen ist, weil es kommt noch einiges hier im Kanal. Fleißig weiter gucken, Kanal abonnieren, da könnt ihr nichts falsch machen. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf hier bei Matrix Minerals TV.